für YouTube auch nochmal. So. Brezeln sind fertig. Kaffee ist leer. Ich habe jetzt blöderweise keinen Kaffee gemacht. Aber egal. Wir machen hier jetzt weiter. So, wir wollten ja in diese Richtung, meine ich. Rucksack ist wieder voll mit jede Menge Stuff, den wir nicht brauchen. Das zum Beispiel brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So, das da oben brauchen wir auch nicht. Hier. Das brauchen wir auch nicht. Warum haben wir das hier? Weil wir keine Fackeln mehr haben. Jetzt brauchen wir wieder eine neue Fackel. Kann ich eine Fackel? Ja. Jetzt haben wir wieder eine neue Fackel. So, da vorne gab es aber eine Passage, meine ich. So, dann geh. Nee, hier war keine Passage. Wo waren die Passage? Gab doch vorhin eine. Eine Höhlenpassage, oder nicht? War es die da? Ja, das war die. Den haben wir erledigt. Das ist noch ein normales Miasma, nicht das tödliche. So, den looten wir auch mal. Da haben wir wieder diese komischen Pilze. Ah, und hier haben wir wieder das neue Biom. Indigo-Pflanze. So, und wenn wir jetzt drauf gehen, kommen wir dann hier. So, kann ich hier? Ausgeruht, inaktiv. Okay, warum? Hier kann ich mich nicht ausruhen. Da sind Wildschweine. So, welche Stufe haben die? Welche Stufe haben wir? 8. Jo! Stufe 11 Wildschweine. Ich hoffe, der lässt mich in Ruhe. Ich glaube, Stufe 11 schaffen wir noch nicht. So, wirklich. Ich glaube, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Ne? Gegen Stufe 11. So, einen Moment. Tischsäge für den Schreiner, die Handspindel der Jägerin. So, das ist neu, das ist neu. Ein Test der Fähigkeiten. Kommt man da irgendwie anders hoch? Ich hoffe, das ist jetzt nicht Level 11 Gebiet. Verborgene Jagdgründe. Unser Stern im Dunkeln, blendend zuletzt.
primitives Lebenselixier extrahiert, verdünnt und alchemistisch verarbeitet. Verwandelt, verklärt, geschmolzen und neugeboren. Umfassende Macht, die die Körper der Jüngsten in Gluttal erfüllt. Sie verdirbt. Wir haben versagt, geblendet von unserem Gleichmut. Wir sollten unseren Blick wieder gen Himmel richten, denn dieser leere Kern kann nicht mehr gerettet werden. Neuer Ort kartiert. So, das sind die neuen Orte. So, ruckel, ruckel. So, was haben wir? Obeliskenforschung. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Wenn's. Wir haben aber wieder zwei Fähigkeitspunkte. Inneres Feuer, die maximale Miasma-Zeit wird um 2 Minuten erhöht. Nehmen wir. Wenn wir nochmal 2 Minuten im Miasma verbringen. Was ist denn das da? Oh, wir haben Leben gefunden. So, Dachschindelblock bei Web. Oh, nice. Okay, nice. Schön Ziegelhaus können wir dann machen. Oder Backsteinhaus. So, wie viel Platz haben wir jetzt im Rucksack? Hier Lehm haben wir 43. Wie viel können wir nehmen an Lehm? Voll. Haben wir etwas, was wir wegschmeißen können? Ich nehme das ganze Lehm mit. So, scheiße auf den Stein, aber Lehm. Wenn hier so weh, so viel gibt's. Dann von hier auch nochmal welches nehmen. Bis wir voll sind. So, kurz nochmal abwarten, bis wir wieder genug Ausdauer haben. So, hier. Alter, wie viel Lehm hier gibt's? So, wie viel haben wir jetzt? 2x50. Okay, wir sind voll. Dann würde ich vielleicht... Vielleicht einfach so zurückreisen. Wenn wir schon genug Lehm haben. So, erstmal alles andere einlagern. So, dann kann das, das, das und das auch nochmal hier rein. So wie die Dinger.
Dann gehen wir hier nochmal reparieren. So, Dachschindelblock. Da haben wir es. Gebrannter Ziegel, Lehmklumpen, Pflanzenfaser. So, gucken wir nochmal im Tagebuch. Dann würde ich vielleicht das hier machen. Die Handspindel der Jägerin. So, wo wäre denn die Quest? So, hier ist nochmal was neu. Und hier auch nochmal. Tischsäge für den Schreiner. Haben wir nicht die Handspindel der Jägerin gerade aktiviert? Warte mal, auf Karte anzeigen. Ah, okay. So weit im Norden. Aber ich würde vielleicht hier... Erstmal gehen. Warte mal, Salz, Wachs, Funken, Miasmaholz, Feuerstein, Kohle. Ich würde das vielleicht auch nochmal aufwerten wollen. So, hier haben wir Miasmaholz, Wachs. Wir brauchten, glaube ich, noch Kohle. Den Kopf auch noch. Da haben wir Kohle. Wir haben nur zwei Miasma-Seelen. Wir brauchen mehr. So, was fehlt hier noch? Immer noch Wachs. Salz. Ah, Funken. Und Feuerstein. Okay. So, Wachs müssen wir gleich noch holen. So, wir haben 6 Funken. Und wo hatten wir nochmal Feuerstein? Hier, glaube ich, hatten wir 4. Haben wir Salz? Salz haben wir noch nicht mitgenommen. Warte mal. Mana-Tank brauchen nicht. Doch, warte, den hatten wir gebraucht. Für den Fall. So, gucken wir noch mal. So, Stärke, die Flamme, Sekt, also, okay, Feuerstein kriegen wir aber da hinten, glaube ich, irgendwo. Da, da haben wir Feuerstein. Und auch noch mal einen normalen Stein. Müsste reichen, glaube ich. Dann jetzt nur noch Wachs organisieren. Da haben wir Wachs.
Wachs und Honig. Wie viel haben wir jetzt? 7. Gab es hier nicht irgendwo noch mehr? Wir brauchen mehr von diesen Barben. So, die sollen mich nicht nerven, die Wölfe. Da ist noch eine. 2 sogar. Okay, also eine Wabe brauchen wir noch. Also einmal Wachs. Was ist denn da hinten? Gibt es da hinten auch noch sowas in der Richtung? Nein, nicht lesen. Hier gibt es Leder auf jeden Fall. Tierfell, Entschuldigung. Und da ist noch einer. Dann haben wir es. Dann haben wir es jetzt vollständig. Für die Aufwertung. So, Stärke der Flamme. Machen wir. Flammenstufe erhöht auf 3. Perfekt. So, Altar aufwerten. 5 Miasma-Seelen bräuchten wir. Wie kriegt man nochmal Miasma-Seelen? Muss ich dafür gewisse Kreaturen erledigen? So, warte mal. Das und das noch mal da rein. Ach komm. So. Ne, Funken hatten wir hier drin, glaube ich. Dann. So. Irgendwann müsste ich anfangen, den Keller hier auszubauen. Kann ich bei denen sonst noch irgendwas machen? Schutthake. Da fehlt mir eine normale Hake. Wo kann ich nochmal eine normale Hake bauen? Bei der Bauerin? Nee. Good luck. Bei ihm? Eine neue Feuerstelle. Ah, hier. Das ist die neue. Stein, Lehmklumpen, Metall. Das können wir schon machen. Den Brennofen. So. Äste wollte er. Stein auf. So. Nee, hier nicht. Da sind die Äste. Und noch ein paar Lehmklumpen. Was wollte er noch haben? Für den Brennofen. Metallschrott. Warum? Was habe ich denn mitgenommen? Stein. Die wollte er nicht. Doch, Stein wollte er. Da haben wir nicht genug. Ah, okay. Gut. Wo hatten wir ausgegraben? Ich gehe mal lieber schlafen, wenn es so dunkel ist.
Alter, wieso springt die so viel? Wenn es dunkel ist, gehe ich lieber pennen. So, klappen wir hier nochmal Stein raus. Vierzig haben wir jetzt. Komm, einmal noch. So, was fehlte ihm noch? Irgendwas wollte er da noch haben. Was wir dann machen können. Den Ofen hier, Metallschrott. Metallschrott haben wir auch genug. So, hier. Dann kriegen wir jetzt endlich den Ofen. Den packen wir mal nach draußen. Wo haben wir die Schmiede? Hier. Packen wir mal hier so neben. So, was können wir hier machen? Gebrannte Ziegel können wir hier nur machen. Okay, packen wir den Rest wieder hier rein. In die Truhen, was wir jetzt mitgenommen hatten. So, hier haben wir nichts. Hier hatten wir nichts. Komm. Nee, Lehm hatten wir nicht hier. Was hat... Hier hatten wir Lehm. Dann packen wir hier auch die Steine mit rein und die Äste. Wohl, warte mal, wo hatten wir Schrott nochmal? Wir brauchen ein paar Dietriche mehr. Machen wir aus denen komplett dann die Dietriche. So, nicht Nägel, hier Dietriche. So, 28 Dietriche, das müsste reichen. So, du kannst dein Zuhause auf verschiedene Arten vergrößern. Eine weitere Basis. Ich überlege mir, wo ich die andere Basis hin machen würde. Hier haben wir noch was wir noch nicht erkundet haben, entdeckt hatten. Und hier vorne auch nochmal. Ah, jetzt können wir auch hier hin. Jetzt ist hier nicht mehr rot, sondern blau. Okay. Das heißt, wir können jetzt rein theoretisch weiter. Ich würde aber nach da hinten hingehen und das einsammeln oder aufdecken, was wir da hinten noch nicht gemacht hatten. Was uns da hinten noch fehlt. Sind ja auch nur zum Glück 450 Meter. So.
So, die beiden hauen wir noch kaputt. Und weiter. Obwohl, die Bomben kann ich immer mitnehmen, die hier noch rumliegen. Liegen hier auch noch welche? Na, nur Holzscheite. So. Und weiter. Willkommen zurück, Oldcoin. Ich habe mir auch eben kurz was zu essen gemacht. So ein paar Brezeln. Hier gab es sonst nichts. Und ich habe festgestellt, da bei der Kreissäge, dass die sind da 2 Leveln zu hoch für uns. Nee, nicht nur bei ihr. Ich, ob du es glaubst oder nicht, ich esse auch gerne Brezeln, nur ich erzähle davon nicht so oft. Hier, wie schon angeknabbert. Ist nicht nur bei Hehl erlaubt. So, was ist denn das da hinten? Oh! Ich sehe schon. Etwas, was sich richtig lohnt. Okay, nice. Gut zu wissen, dass hier auch noch so was ist. Hier haben wir den friedlichen Acker. Dann würde ich das da auch nochmal erkunden wollen. Mir ansehen wollen. Was uns da hinten noch fehlt. Okay, der Weg. Kommt mir auch sehr interessant vor. Ah, okay, wir kommen zum Refugium der Flamme. Okay. Ich wollte schon sagen. Ja. Hier sind wir, okay. Ich schwöre, irgendwann baue ich auch in diesem Stil eine Stadt. Das ist alles noch Tutorial-Gebiet hier, wo wir jetzt ein bisschen am Rumlungern sind. Das müsste der Acker sein. Alles muss ich kaputt machen, ne? Wie in Raft. Apropos Raft. Ich hab irgendwie wieder Bock, das zu zocken. Müssten wir irgendwie hinkriegen mit
Mit Kami, Brom und so weiter. Dass wir dann irgendwie wieder einen Tag finden, wo wir das alles zusammen zocken. Hier geht's ja auch noch nach oben. Was ist denn das? Oh, okay. Was habe ich hier entdeckt? Ach, wie cool. Das sieht nach einer Geheimtür aus. So, Jägerbogen. Genau so. Die ganze Stadt, die ganze Map wird eine einzige Stadt. Nur um mich zu huldigen. Boah, ich muss schauen, wie man hier, ich habe vor, auf jeden Fall eine Statue zu bauen. Die Frage ist nur, wie groß kann man hier eigentlich bauen? Also, das hängt ja alles, mit der Größe des, Dingens hier zusammen. Also vom Altarfeuer. Autsch. Autsch. Super. So, was haben wir hier? Ein Bronzeschwert. Legendär sogar. Ist der besser als meins? 14 Schaden, aber ich kann 5-mal aufstocken. Hier 25 Schaden. Ich behalte den erstmal. Und guck mal, wie viel ich kriege, wenn ich den voll verbessert habe. Okay, hier sind wir durch. Würde ich sagen. Ich würde nur gern wissen, wo es wieder rausgeht. Ich würde sagen, hier. Die Map schauen. Wo geht denn der Weg hin? Da ist jedenfalls eine Höhle. Was ist denn das für eine Höhle? Oder ist das eine Höhlenpassage? Hier ist es dunkler als sonst, glaube ich, vom Gefühl her. Die Römer hatten Bronzeschwert und sind untergegangen. Ja, weiß ich nicht, muss ich herausfinden. Muss ich selber rausfinden, ob das eine gute Idee ist.
Aber interessante Höhle auf jeden Fall. Leider. Leider hatte ich gedacht gehabt, das führt irgendwie irgendwo weiter. Sieht aber nicht so danach aus. Boah, ich hoffe, irgendwann kann man fliegen oder so. Also richtig fliegen hier. Und dann bis nach ganz oben. Und dann die Map wirklich zu 100% einmal erkundet. Boah, aber jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. Ich hoffe, man findet hier noch Bauteile, die irgendwie so römisch angelehnt sind. Oh, hier fehlt noch was. Der leuchtet. Reisestiefel. Hatten wir die nicht sogar mal? So. Physischer Widerstand. Plus 2 Ausdauerregeneration. Und wie sieht es mit meinen Stiefeln aus? Plus 1 Gesundheitsregeneration, Kämpferstiefel und hier plus... Ah, wir haben insgesamt plus 3 Regeneration. Ah, okay, Kämpferstiefel noch. Haben wir jetzt insgesamt plus 3. So, wir haben hier einen Fertigkeitspunkt. Kann ich irgendwo nochmal was investieren? In den Bereichen hier irgendwo? Ich glaube nicht. Hier könnte ich aber außer Reichweite, steht da. Da muss ich vorher den hier machen. Sprungangriff. Sprungangriff klingt auch interessant. Giftimmunität. Boah, das brauchen wir. Ach so. Okay. Es wird der Tag kommen, da haben wir alles freigeschaltet hier. Warte mal, ich wollte jetzt hier eigentlich gucken, wie weit noch. Ein bisschen. Ein bisschen viel weit. Hi Freddy. Alles klar? Ach Freddy, dich wollte ich ja auch noch fragen. So, klar ist zwar noch ein Weilchen bis dahin. Aber ob du vielleicht Bock hättest, okay, bis zum 4. Mai dauert es noch. Da habe ich ja Geburtstag. Und ich wollte mit dir, Brom, Kami, Hel und so weiter, mal eine Runde hier Stadt, Land, Fluss und so weiter mal spielen, hier im Stream. So, und ob du Bock hättest, da mitzumachen. Dann die Nie, die ist auch auf jeden Fall... Oh, der lebt ja immer noch. So, die Nief wäre auch auf jeden Fall dabei. Und Umut hatte ich auch schon gefragt. Die heulende Klinge haben wir schon wieder. Stimmt, die Reisestiefel hatten wir auch schon mal gehabt. Stimmt. Nee, haben wir die dann zweimal jetzt eingesammelt. Insgesamt. Stimmt, hier waren wir auch. Natürlich hatten wir das beides mal. So. Trotz intensiver Suche konnte ich die Provinz Amber Vale nicht als Bestandteil des Römischen Reiches finden. Vielleicht muss es auch, in römischen Buchstaben oder sowas irgendwie oder in römischen Dialekt irgendwie schreiben, keine Ahnung. Kann man im Dialekt schreiben? Ey Freddy, das ist ja der Sinn der Sache. Umut wäre auch auf jeden Fall mit dabei. Nief wäre dabei, also Niversum.
Hel muss ich noch fragen. Die ist aber momentan jetzt für eine Woche weg. Brom und Kami. Müssen wir schauen. Ich glaube, Dialekt kannst du schreiben. Okay. Danke für die Info. Dialekt kann man schreiben. So. Ich glaube, ich habe es gefunden, wonach ich gesucht habe. So. Das war das Ding. Okay. So, 14 Schaden, 14 Schaden. Hier kann ich 5 Verbesserungen machen, hier kann ich 5 Verbesserungen machen. Mal gucken, was besser ist. Ich werde beide mal verbessern wollen nachher. Ich hoffe, eins davon ist besser als das, was ich habe. So. Gibt es hier noch irgendwas in der Nähe? Den habe ich noch gar nicht. Komme ich da auch hin? Oder muss ich drumherum? So, ich renne hier mal durch. Irgendwie wird... Alter, was... Was war das denn gerade mit Springen? Okay, hier. Weg gefunden. Oh. Okay, komm. Yo! Wo bin ich denn hier gelandet? Komm ich hier auch wieder hoch? Jo, komm ich. Wer hätte ahnen können, dass man da einfach runterfällt? So, im Miasma wieder. Ah, hier Stufe 9. Ah, die Viecher wieder. So. Wir haben 2 Fertigkeiten. Alter, diese Viecher. Yo. Okay. Also Zeit wiederherstellen. Warte mal, was ist denn das da? Myzelbewachsener Block bei Werkbank. So, gehen wir langsam runter.
Und da will ich hin. Ja, und erst einmal 1000 Gegner. Das sind mir doch ein bisschen zu viele. Von den großen Dingern kriegen. Okay. Autsch. Okay, von diesen Gegnern, also von den großen Gegnern bekomme ich hier im Miasma Seelen. Nicht von den Brunnen an sich, sondern nur von den Monstern. Wieder nicht genug Ausdauer. So, jetzt müsste das doch reichen, oder? Um da hochzukommen. Nein! Nicht reicht. Okay. Ausdauer tanken. Ach nein. Die müsste ich ja. Okay, man muss dessen Brutnester hier kaputt machen. Dann spawnen die nicht mehr. Wollen wir nicht? Was haben wir da vorne? Davon liegt irgendwas. Achso, nochmal so ein Myzell-Ding und so ein Schleim. Die vier habe ich keine Lust. Wir haben jetzt 5. Okay, warte. Warte. Ich gehe mal vielleicht ein bisschen weiter nach oben. Okay, hier können wir nur die Gleiter nehmen. So, in welche Richtung gehen wir mal? Geschick. Achso, die hatten wir noch nicht. So, abgehoben. Gleiter verbraucht 30% weniger Ausdauer. Schütze. Ich würde die mal vielleicht doch auf Fernkampf machen. Elixierbogen. Und nochmal gucken. Das ist neu. Hier hätten wir noch ein paar Fragezeichen.
Gehen wir zuerst hier hin? Lass mal zuerst da hin. Obwohl es wird dunkel. Suchen wir uns erstmal irgendwas, wo wir pennen können. Ne? Aber am besten nicht hier im Miasma-Gebiet. Okay, Stufe 9. Aber keine Lust, gerade gegen die zu kämpfen. Der muss jetzt auch angerannt kommen. Hier haben wir ein Haus. Ich hoffe, hier drin ist ein Bett drin. Ja, aber die können wir nicht benutzen. Und es hört sich an, als würde... Autsch. Heiltrank. Okay, hier können wir nicht schlafen, also... Wie groß ist denn das Gebäude? Okay, hier oben gibt es einfach nichts. Das ist enttäuschend. Das ist ja richtig enttäuschend. So, da vorne ist ein Licht. Die Bodentextur ist viel enttäuschender. Ja, kommt hin. Ja, aber okay. Ich habe die Auflösung auch, beziehungsweise die Qualität auch ein bisschen runtergeschraubt. Muss ich auch leider zugeben. Weil ich habe ja leider nur eine 3070er Grafikkarte. Und OBS und doch eigentlich alles, was hier noch nebenher läuft und so weiter, schafft mein PC nicht alles gleichzeitig. Ja, ja, das auf jeden Fall. Okay, ach so, das meinte sie. Ja, das stimmt, das stimmt. Das war mit der Dachschindelbodentextur auf dem Dach. Also der Dachboden. Dachschindel. Das ist ein Glühwürmchen oder was ist denn das, was hier läuft? Glühwürmchen, okay. So, einen Moment. Ich habe irgendwas Falsches gerade gedrückt. Oder komm, wir gehen dahin. Wir sind ja eh auf dem Weg da in die Richtung. Ob wir wollen oder nicht. Die leuchten grün. Ach, das sind Untote. Alter, wie... Die bewegen sich ja heftig. Dietrich benötigt.
Ich mache hier mal zu, vorsichtshalber. Okay, wo sind wir hier gelandet? Nekropolis. Ich finde das irgendwie komisch. Sobald irgendwie eine Stadt oder so mit Toten oder Untoten zu tun hat, muss das Wort Nekro oder Nekrom oder sowas mit drinne sein. Mit enthalten sein. Wieso kann eine Stadt der Untoten nicht einfach mal Ludwigsdorf oder sowas heißen? So, was haben wir hier? Etwas, wo wir nicht rankommen. Mana-Trank. Doof. Ich hätte, Stimmt. An Gotha habe ich jetzt auch nicht gedacht. Stimmt. Gothic 3, Gotha. Hast du recht. Da leuchtet irgendwas blau. Okay, an den komme ich so nicht dran. So, ich gehe mal hier hin, wo ich mehr sehen kann. Ich brauche bald wieder eine neue Fackel hier, auf jeden Fall. Oder etwas, womit ich meinen Scheiß hier einmal reparieren kann. Warum liegt hier so viel Sprengstoff rum?
Hier eben einmal durch die obere Tür. Wir wissen, was dahinter ist. Das lassen wir eben. Oh. Okay, hat sich nicht gelohnt. So, was passiert, wenn wir das jetzt aufmachen? Hirte des Donners, wow. Ich strahle richtig vor Glück. Das Spiel will unbedingt, dass man Magier wird. Habe ich so gefühlt. So viele Zauberstäbe, die man hier bekommt. So, das, da töten sich irgendwelche Kreaturen. Kann ich hier nach oben? Oh, es ist auf jeden Fall draußen hell geworden. Oh. Das ist keine Stadt, das ist ein Friedhof. Ja, gut. Ach nö, nicht die. So, gibt's ja auch Untote? Aber ich fand das jetzt mit Necropolis trotzdem cool. Aber das hier scheint eine Sackgasse zu sein. Nur halt ein bisschen Feuerstein. Ist aber eine Sackgasse. Aber Necropolis fand ich jetzt echt cool, dass wir das entdeckt haben. Brauche jetzt trotzdem irgendwas, um die Sachen hier zu reparieren, die wir haben. Ach nö. Kein Lust auf Wölfe. Alles klar, Oldcoin.
glaube, das ist ein Wolfsbau, oder? Ich glaube, man muss hier dran vorbei, um dahin zu kommen. Ey, Freddy, das mit den Thumbnails, da, naja, also, ich sag mal so, ich hatte es auch anfangs länger gebraucht. Mittlerweile ist das jetzt auch, ist es bei mir immer noch nicht optimal. Also, ich sehe da immer noch, tatsächlich Verbesserungspotenzial bei mir. Wo ich aber auch, keine Ahnung habe, wie ich das dann anstellen soll, beziehungsweise noch keine Ahnung habe. So, die Bienen sollen mich jetzt in Ruhe lassen. So, aber das kommt mit der Zeit bei dir auch. Das wirst du auch mit der Zeit dann besser hinkriegen und so. Voll vergleich mal bei mir die Thumbnails von vor anderthalb Jahren mit denen von heute. Und stell dir vor, hätte ich mich nicht irgendwann mal umentschieden, dass ich die so mache wie jetzt. Den will ich jetzt doch nichts zu tun haben. Hätte ich mich jetzt nicht damals irgendwie umentschieden, dass ich die Thumbnails so mache, wie die jetzt sind. Ich glaube, dann wären die vom Stil her wahrscheinlich irgendwann so ähnlich geworden wie die von Hehl. Aber das wäre irgendwie nicht mein Stil vom Thumbnails machen. Muss ich sagen. Zwar sehen die bei ihr irgendwie einheitlich und irgendwie auch ne, das ist ihre eigene Handschrift, aber meins wäre das gar nicht, so was zu machen. So. Aber mit der Zeit kommt man schon rein. Warte mal. Ach, da hinten ist das schon, was ich suche. Standort unten. Okay, die Blumen, die lasse ich aber erstmal in Ruhe. Standort unten. Was heißt hier Standort unten jetzt? Alter, werde ich hier von Blumen attackiert, ey. Muss ich hier irgendwie... Gibt's hier eine Höhle? Lass ich mir raten, jetzt heißt es Standort oben. Das wäre jetzt lustig. Oh. Hab's gefunden. Was auch immer ich hier gesucht habe. Und Freddy, ob du es glaubst oder nicht, ich darf mir gleich auch irgendwann noch an Thumbnails. Standort unten. Okay. Wo bin ich hier? In der Wolfshöhle. Okay, ich sehe schon, was ich gefunden habe. Das sind mir ein bisschen zu viele Wölfe. Stufe 11.
schon sagen, warum treffe ich den scheiß Wolf nicht? Alter. Wo sind noch mehr solcher Brutdinger, die rauskommen? Hier. Haben wir zwei Fertigkeitspunkte. Und noch eine Kuh. Nehmen wir mit. So, meine Axt ist bald hinüber. Da ist noch eine Kuh. Hirte des Donners, wow. Okay, was Zauberstäbe angeht, ich bin da andauernd nur enttäuscht, wenn ich sowas bekomme. So, setzen wir uns mal hier hin. Komfort Level 2. 7 Minuten. Immerhin kriegen wir Sprengstoff. Ach, der kein Lagerfeuer, bitte. Ich brauche jetzt kein Lagerfeuer. Weg damit. Machen wir das klein. 12 Kraft. 21 Kraft. Kann weg. Lassen wir mal. Haben wir sonst noch was, was wir nicht brauchen? Hier. Den brauchen wir auch nicht. Wir brauchen keinen Mana. Jo, was macht der denn da oben? Was ist denn das? Oh, Kupfererz. Wir haben Kupfer gefunden. Willkommen zurück, Oldcoin. Ich habe Kupfer gefunden. Damit du Bescheid weißt. So, nochmal kurz aufladen. Ich würde das Kupfer mitnehmen. Also zumindest ein bisschen. Das wird wohl reichen. Leinen, ja, brauche ich auch noch. Ich habe bisher noch keine Ahnung, wie ich an Leinen hier komme. Ob du es glaubst oder nicht, wenn Hel Enshrouded spielt, ich bin zwar im Stream dabei, aber ich schaue nicht wirklich, was sie dann da zockt, sondern eher, ich schaue dann da eher, wie soll ich sagen, also,
eher auf den Chat, weil ich ja am Moderieren bin und so. So, hier geht's nicht weiter. Wo geht's hier raus? Oder weißt du was? Ich glaube, wir porten uns einfach nach Hause. Inventar ist voll, unsere Ausrüstung ist bald hinüber. So, hier einmal reparieren. Ja, mein Mörser, gute Arbeit. Sehen wir mal, was sie damit herstellen. You need my services? Mützel? Was ist das? Das Ding, das du bei dir trägst. Mützel? Flammblut, ich rate dir, vorsichtig zu sein. Was du in der Hand hältst, ist höchst gefährlich. Eine Krankheit. Leid. Das ist ein Pilz, der unsere Welt verschlingen wird. Die Menschen sahen im Fleisch dieser Pflanze Potenzial, aber sie brachte nur Unheil. Bitte halte dich davon fern, sie bedeutet den Untergang. Habe ich jetzt eine neue Quest angenommen? Ich muss eh einlagern, also. So. Nein, das wollte ich jetzt nicht da haben. Das soll bitte hier oben hin. So, zwei Funken haben wir wieder. Hallo, so. Okay, packen wir das darüber. Dann packen wir das hier rüber. Kupfererz packe ich mal hier hin. Heulende Klinge und Bronzeschwert. Ich würde mal beides gucken, dass wir das aufrüsten können. So, hier packen wir das mal hin. Ach komm, die Reisestiefel packe ich auch mal hier rein. Ich will gucken, was davon dann am besten hier Nope. Auch nope. Hat sich voll gelohnt mit beiden. Ich glaube, das war sogar ein Verlustgeschäft, was ich jetzt gemacht habe. Aber egal, wir kriegen von den Münzen ja eh genug. So, habe ich sonst noch irgendwas, was ich brauche jetzt? Nö. Ich finde das lustig, wie die da alle stehen in Reihe und Glied und dann einfach zuwinken. So. Jetzt könnten wir eigentlich das hier machen. Jetzt können wir ja da runter. Fällt mir gerade ein. Ich reise mal schnell dahin. Stellt sich jetzt nur die Frage, was finden wir da jetzt genau?
Ach nö. Warte mal, wir haben wieder 2 Punkte, fällt mir gerade auf. Langfresser. Kontersalbe. Scharfschütze. Stiller Schütze. Abgehoben. Sprungangriff. Der Weg des Kriegers beim Angriff mit einer Nahkampfwaffe. Komm, wir machen den hier. Reinigung. Wenn du einen vom Miasma verdorbenen Gegner mit einer Nahkampfwaffe besiegst, stellst du plus 5 Sekunden Miasma-Zeit wieder. Läuft diese Zeit aus, wird das Miasma dich verschlingen. Fleisch erhöht jetzt die Gesundheit um zusätzliche 15%. Ah. Das müsst ihr auch mal machen. Ausweichangriff, das ist cool. Wenn du mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, kannst du mit X einen Ausweichangriff führen, welcher dich auf den Gegner zustürmen lässt und mehr Waffenschaden verursacht. Kampfheilung. Wenn du mit einer Nahkampfwaffe kritischen Schaden verursachst, heilst du 5% deiner maximalen Gesundheit. Boah, klingt auch richtig nice. Ja, okay, komm. Moment mal. Ich wollte schon sagen, das sah aus wie die das Ende der Spielwelt. Von der Map. Aber nee, da geht's so steil bergab. Ist das das, was ich hier suche? Ich glaube, hier war... Stimmt, wir waren hier. Konnten da aber nicht runter. Das ist nur die Frage, was ist denn da? Und da ist das Ende der Map. Da will ich auch mal hin. Da leuchtet jetzt auch rot. Ist das jetzt Miasma oder Lava? Jetzt ernsthaft. Es wird ja oft hier als Lava bezeichnet, aber sieht aus wie einfach irgendwelche roten Wurzeln. Das glüht nicht mal wie Lava. Aber denn für mich sieht das so auch aus, als wäre die komplette Map hier einfach nur mit... Also hier, okay, es hat da eh ein, da hört schon die Map auf. Da ist einfach eine harte Kante. Aber für mich sieht das aus, als wäre die komplette Map einfach nur mit, Miasma-Lava, sage ich jetzt mal, hier umringt. Jetzt ist die Frage, oben oder unten? Unten! Okay, ist da wieder ein neues Biom? Das sieht für mich jetzt aus wie... Sind das Tannen?
Oder sollten das Tannen sein? Waren das mal Tannen? Immer noch Stufe 9 Gebiet, aua. Flucht. Ja, genau. Ach nee. Okay, die fliegenden Viecher kriegen wir jetzt hier auf. Warte mal, da vorne ist schon wieder rote Bereiche von Miasma. Oder ist das nur Lava? Ne, da ist rote Zone, okay. Ja, der soll mich mal in Ruhe lassen. Ich will doch nur erkunden gerade. Der ist aber auch anhänglich. So. Das hat mir gereicht mit dem. Oh, da vorne wird wieder gefährlich. Jetzt ist nur die Frage, gibt's hier... Ah, da oben, okay. Da können wir noch nicht hin. Das heißt wieder Flammenstufe erhöhen. Gibt es überhaupt einen Weg wieder hier hoch? Oder stecke ich jetzt hier unten fest? Ich glaube, ich stecke hier jetzt erstmal fest. So, 4,5 Minuten haben wir ja noch, zum Glück. Um einen Ausweg zu finden. Jetzt wieder mehr. Aber ich glaube, hier kommt man ohne Teleportation erstmal nicht raus. Hier ist ja noch so viel. Das ist alles rot hier. Das geht sogar noch bis dahin.
Ja, egal. Porten wir uns erstmal nach Hause. Es wird auch wieder dunkel. Salz haben wir nicht. So. Sonst habe ich jetzt nichts mehr für hier. Okay. So, aber ich würde für heute dann mal Ende machen wollen. Und ich hatte irgendwie, ich habe irgendwie wieder Bock, öfters mal zu streamen. Und eventuell morgen Abend, gucken wir mal, dass ich vielleicht, vielleicht fange ich morgen Abend auch nochmal wieder einen Stream an. Vielleicht mache ich weiter in Shrouded und ich habe irgendwie Bock weiter zu zocken und aufzunehmen. Und oder eventuell Gothic. Gothic 1 müssen wir auch noch, den dritten Run, fertig machen. So, dann würde ich aber für heute auf jeden Fall Ende machen. Für YouTube sage ich schon mal, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.